Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Trophäe Viel Spaß beim Absturz in Ghost of Tsushima freischaltet. Hierfür müssen wir einen Gegner durch Sturzschaden töten, indem wir ihn einfach von einem Vorsprung stoßen. Damit es uns überhaupt erstmal möglich ist, Gegner zu stoßen bzw. zu treten, müssen wir die Windkampfhaltung erlernen. Damit die Trophäe noch ein bisschen leichter wird, würde ich euch empfehlen, noch das Talent verstärkter Taifuntritt zu erlernen. Dadurch fliegen Gegner einfach weiter und erleiden mehr Schaden beim Aufprall. Habt ihr diese Bedingungen nun erfüllt, sucht ihr euch einen Gegner, welcher an einer Klippe steht oder, wie in meinem Fall, einen Gegner, welcher auf einem Wachturm steht. Dann wechselt ihr in die Windkampfhaltung, haltet Dreieck gedrückt und sobald ihr loslasst, sollte euer Samurai anfangen, den Gegner zu treten. Und durch diesen Tritt fliegt er dann einfach nach hinten. Ich würde euch noch tatsächlich empfehlen, den Gegner vorher mal anzugreifen, beziehungsweise ihn einfach zu verletzen. Dadurch, dass er einfach weniger Leben hat, ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass er beim Aufprall stirbt. Also ihr seht es, eigentlich ist die Trophäe gar nicht so schwer. Bei mir macht der Gegner jetzt noch einen Umweg über das Dach, aber das ist halt so schlimm. Beim Aufprall stirbt er dann trotzdem. Ich hoffe, ich konnte euch bei diesem Video etwas weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und für weitere Trophäen- und Achievement-Videos lasst gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.